Herzlich willkommen zum Experiment der Woche. Schon seit längerer Zeit werden Sensoren benutzt, um Bewegungsabläufe zu erfassen. Das kennt man zum Beispiel von Eingabegeräten von Spielkonsolen. Wie gut das inzwischen funktioniert, zeigt uns Herr Brückner mit seinem Anzug. Hier sind 5 Sensoren angebracht, die permanent ihre Position und Ausrichtung im Raum messen. Das heißt, die Sensoren wissen die ganze Zeit über, wo sie sind und wohin sie gucken. Die Daten werden von den Sensoren an einen PC gesendet und dort grafisch aufbereitet. Hier links sieht man zum Beispiel die Ausrichtung der Sensoren und in der Mitte sieht man die Figur von Herrn Brückner. Und wenn Herr Brückner jetzt zum Beispiel einen Ball schlägt, dann sieht man, dass die Bewegung 1:1 hier auf dem Monitor wiedergegeben wird. Auf diese Weise lassen sich sehr leicht selbst komplizierte Bewegungsabläufe erfassen und darstellen und dadurch ziemlich gut verstehen. Vielen Dank für die Präsentation, Herr Brückner. Nach einer Verletzung gelingt es oft nicht immer gut, sich so zu bewegen wie vorher. 6 Wochen Gips und das Bein oder der Arm ist nicht mehr das, was es mal war. Ich hatte selber mal einen Gips am Bein und als der abgenommen wurde, hat es, sagen wir mal, streng gerochen und ich musste erst mal lernen, wieder normal zu gehen. Die Muskeln hatten sich ein bisschen zurückgebildet, das hat immer noch ein bisschen wehgetan und deswegen war ich am Anfang sehr vorsichtig. Aber wenn man schnell wieder gesund werden will, dann soll man nicht vorsichtig sein, sondern dann soll man sich so normal wie möglich bewegen. Aber was ist eine normale Bewegung? Hier hat sich gezeigt, dass es eine große Hilfe ist, wenn Bewegungen vertont werden. Das heißt, wenn Bewegung einen Klang erzeugt, der abhängig von der Bewegung ist. So etwas nennt man Sonifikation. Wie das aussieht und vor allen Dingen, wie sich das anhört, sehen wir an diesem Video. Man kann sehr gut hören, dass die Bewegungsabläufe sehr ähnlich sind. Der Ruderer scheint seine Sache also sehr gut zu machen. Und genauso wie der Ruderer seinen Bewegungsablauf für den Sport optimiert, kann man dieses Verfahren auch dazu nutzen, nach einer Verletzung oder Erkrankung seinen normalen Bewegungsablauf wieder zu erlernen. Leider braucht man für die Sonifikation immer noch einen PC, was sehr unpraktisch ist, denn mit so einer Kiste auf dem Rücken macht zum Beispiel Joggen nicht so richtig viel Spaß. Deswegen wird hier intensiv gemeinsam von Elektrotechnikern und Sportwissenschaftlern daran gearbeitet, einen kleinen Sonifikations-Walkman zu entwickeln, eine kleine praktische und handliche Kiste, die man überall mit hinnehmen kann. Das gibt die Möglichkeit, dass man jederzeit und zu jedem Ort trainieren kann, was nicht nur für Sportler interessant ist, sondern zum Beispiel auch für Schlaganfallpatienten in der Rehabilitation. Wenn also in Zukunft Menschen mit einem Kopfhörer herumlaufen, dann kann das sein, dass sie Musik hören. Es kann aber auch sein, dass sie gerade dabei sind, eine Sportverletzung auszukurieren. Das war es auch schon. Bis zur nächsten Folge. Neugierig bleiben.